Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4. Frohes neues Jahr 2022 wünsche ich euch. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid und für all diejenigen, die kein Abonnent sind, abonniert meinen Kanal. Also, worum geht es? Im Bekanntenkreis hatte ich jemanden, der hatte mich gefragt, ob ich denn mal nachschauen könnte, weil sein Auto zeigt nur ein Verkehrszeichen an und nicht zwei. Und ich habe hier über die Forescan-Software verbunden auf das IPMA-Modul. Und dort gibt es einen Punkt, der nennt sich Traffic Sign Recognition, in abgekürzt TSR. Dort war eingestellt SLIF. SLIF bedeutet Speed Limit Information. Bedeutet also nur die Geschwindigkeitsanzeige, also eine Information. Das Ganze änderten wir ab auf Speed Limit Overtaken Information. Also Speed Limit plus Overtaken Information, abgekürzt SLOIF. Wenn ihr das eingestellt habt, dann zeigt er euch auch zwei Schilder an. Ich blende euch noch ein, auf was ihr noch achten müsst. Einfach mal die Parameter überprüfen. Und wenn das alles so eingestellt ist, dann solltet ihr auch zwei Verkehrszeichen angezeigt bekommen. Standmäßig ist diese Funktion eingeschaltet bei Autos, die das Technologiepaket haben. Dort werden immer zwei Schilder angezeigt. Alle anderen bekommen normalerweise immer nur ein Schild angezeigt. Gegebenenfalls kann man das Ganze bei euch abändern. Und vielleicht hat der eine oder andere trotz Technologiepaketes das Problem, dass er nur ein Schild angezeigt bekommt. Also ändert es einfach ab oder schaut mal nach, was ihr eingestellt habt. Und vielleicht ist dann euer Problem damit gelöst. Okay, das war's. Kurzes Video für dieses Jahr, zu Beginn dieses Jahres. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.